So, das heißt, für unseren Turm haben wir auf jeden Fall genügend Ressourcen durch die ganzen Bastionen, die wir da ge geplagt haben. Oh. Ich sollte das Lebensmittel mitnehmen. So, ich probiere noch mal. So, drück die Daumen, so wie das gerade mit dem Buddeln geklappt hat, dass ich bei First Try den Tunnel richtig positioniert habe, dass ich hier jetzt auch den. So. Daumen drücken. Okay, XP Boost, naja. Ah, schade. War wirklich eine Niete. Ja, hatte ich. Also, das kenne ich auch so. Also, auch von ATM. Aber als ich die bekommen habe, habe ich noch in den Mitte-Versionen gespielt. Und jetzt sind die ja noch. Das letzte Mal, als ich ein Update gefahren habe von ATM 9, musste ich 10 oder 12 Updates machen. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht doch noch mal was geändert haben.
Vorrat. So ganz entspannt, nur wir sind sehr sinnlos unterwegs. Erst haben wir gefühlte 3 Stunden einen Sniffer gesucht. Den haben wir jetzt gefunden. Und dann haben wir gefühlte 3 Stunden eine Bastion gesucht. Die haben wir jetzt auch. Und dann haben wir die 2. gesucht und die war auch nicht erfolgreich und jetzt sind wir dabei, die 3. zu suchen. Ja. Aber bis jetzt macht es Laune. Ja, macht das. Also ich... Warte. Warum wir das Ganze machen, ist viel bescheuerter. Also in meinem Kopf. Der Grund ist eigentlich, ich will dieses Loch hier nicht buddeln. Und deswegen versuche ich das jetzt zu... suchen. Ja. Also, wir brauchen Netherite, damit wir das Template, damit wir Netherite-Spitzhacke herstellen können, damit wir Olsemodium abbauen können. Und das ist nicht so gut geworden. Moin. Moin. Ja, das dachte, da muss ich an dich denken, deswegen habe ich dir das mitgebracht. Das gab's im Nether. Ich glaube, das passt zu deinem Evilcraft. Leider nicht, aber trotzdem danke. Achso, ja. Weil er umso plenty ist. Aber trotzdem danke. Nee, wegen, weil das Fleisch ist. Ich dachte vielleicht als Deko. Ja, also ich hab hier doch was mit Fleisch. Ich bin ja schon mal ein Kannibal, ich habe mein eigenes Fleisch gegessen. Ja, das habe ich auch schon. Ich dachte erst, ich sterbe. Ja, nee, wie heißt das gleich noch? Der Effekt, der hält ziemlich lange an. Ja, nee, ich mach jetzt so. Jetzt, ich muss sagen, ich hab mich jetzt irgendwie so mit den Quests so ganz gut angefreundet. Das ist halt gerade eher so das, was ich gerade eher so mache. Hat aber ein paar Quest-Gang machen. Ja, ich such gerade ein Netherite-Template und da bin ich jetzt schon seit gefühlten 3 Stunden dabei. Keins gefunden? Nee, noch überhaupt keins. Ich habe zwar schon 2 Bastionen gefunden, aber. Ja, das war's. Drück mal J, dann landest du in der Journey Map. Ja. Unten links dieses Viereck oder diese Raute, da sind deine Waypoints drin. Dann kannst du einfach den Death mit Remove removen. Ah, danke schön. Jo, bitte. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, mich Richtung All fertig zu machen. Weltall? Ja. Achso, ich dachte, du meinst den Fisch. Nee. Ja, cool. Ja, ich will hier, wie heißt das mit Productive Bees demnächst irgendwann vielleicht mal loslegen.
Warcraft komme ich gerade jetzt nicht so direkt weiter. Nämlich, ich brauche halt Dead Barsch, aber ich finde den nicht. Da musst du auf der Suche nach nach einer Wüste gehen. Ja, ich bin ja schon ganz schön weit gelaufen. Am besten craftest du dir ein, wie heißt das noch, Nature's Compass, so Naturkompass. Damit kannst du nach Biomen suchen. Okay. Und dann hast du einen Kompass, der dich einfach zu den Biomen hinführt, wo du hin willst. Okay. Ich hab Warp-Blades bekommen, das ist super cool. So eine Art wie Wasteland, die kann ich irgendwo hin platzieren, die dann miteinander markieren, dann kann ich ja mit deinem Raufgemeter geportet. Ja, also von hier, von der Mod Waystones, ne? Nee, Astra, Ad Astra. Für die Raketen. Okay, warte. Ja? Nee. Woher hab ich die bekommen? Achso, ja, als Belohnung von Ad Astra wahrscheinlich, aber die Mods sind... oder die Mod ist dann wahrscheinlich irgendwie sowas anderes. Na gut, dann bedanke ich mich mal bei dir. Jo, bitte, bitte. Und dann will ich mal wieder auf den Weg machen. Guck jo, viel Spaß. Jo, danke dir. Jo, ciao. So. Glück. Alter. Nee, die mögen es nicht, bestohlen zu werden. Also ich kann es nachvollziehen, aber gleich mit so einer Reaktion ist es nicht gerade nett. So.
Das sieht noch mal gut aus. Okay, das sah schlecht aus.
Da. Ich suche eine Bastion. Leider. Aber wir können die eben wieder zurückreisen und die Spitzhacke reparieren. Ich habe noch kein Jetpack und dann dachte ich mir, nimmst du den Glider mit. So. Flint und Steel. Oh. Den Soul Sand wollte ich jetzt nicht verbrennen. So. Paar. So, weiter geht's.
Oh ja, aber ohne Shader sieht es halt echt nicht geil aus. Also ja, doch, mit Shader geht's. Ohne Shader geht's, ne? Aber mit Shader. Ja, okay, da der Bereich ist jetzt nicht geladen, aber. Das sind zu wenig Piglins hier, oder? Oh. Das hier oben sieht gut aus. Ja, haben wir zweimal. Leider. Und ja. Ja. Wir haben alles erreicht, erwischt und gesehen. Leider ohne Erfolge. Dankeschön, wir werden. Werde berichten.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo ich hin muss. Kann mir einer sagen, wo ich hier den Treasure Room finde?
Oh. Gucken wir doch mal im Internet. Ja, ich will doch nur so eine blöde Nazarita. Naja, aber wir haben jetzt noch ungefähr 2,5 oder 2 Stunden vor uns. Vielleicht haben wir da ja Glück.
auch im Internet sprechen die überall von anderen Sachen. Dankeschön. Oh, er hat Grave Dust gefunden. Oh, ich. Also. Wir müssen jetzt etwas bauen für die Hoffnung, die wir haben, die Templates zu finden. Und zwar. Bauen wir uns jetzt einen Grabstein. Oh. Ah, oh, wir haben kein Stone mehr, okay. So. Ich habe mal hier unsere Hoffnung begraben, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, können wir jetzt loslegen. Alter, was für ein Zufall! Das kann doch nicht sein! Alter Schwede! Einfach nur, weil ich mit dem blöden Paraglider abgestürzt bin. Ja! Was zur Hölle? Ja, sehr sassy. Ist das geil. Oh, Kacke. Das war falsch rum. So.
Ja, selbstverständlich, sofort duplizieren. Nein! Das waren jetzt 3 Stunden Lebenszeit. Also heute allein. Wie lange läuft der Stream schon? Moment. 7 Stunden und 15 Minuten, okay. Aber gefühlt davon waren wir insgesamt jetzt 5 Stunden nur auf der Suche nach Kack. Jetzt können wir den nächsten Schritt, wir brauchen. Nein, nicht auf eine Ho. Das. Dafür war das zu hart, die Suche. Hier. So. Und das nächste, was wir bekommen, ist zum Glück, Gott sei Dank, etwas, womit wir, zeig ich dir, weil wir uns schon vorbereitet haben. Da, 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 da. Wir haben nämlich schon Osmodium gefunden. Und das heißt, wir gehen jetzt in die nächste Upgrade-Stufe, beziehungsweise noch nicht ressourcentechnisch, aber so. Wir brauchen das ja, um. Jetzt brauchen wir einen Hammer. So. Hammer. So. Ich will einen Builder bauen und in die Mining Dimension gehen. Oh, cool, Glückwunsch! Jetzt kannst du den Stufe 50 Boss mal ausprobieren. ja, also, wir haben das Osmodium uns geholt, damit wir in die Mining Dimension kommen, um easy an Ressourcen zu kommen, und noch ein anderer Grund.